Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. In diesem Video werde ich euch meine Warm-Up-Routine vorstellen. Die ganzen Maps, die ich euch jetzt in diesem Video vorstellen werde, werde ich euch natürlich unten einmal in die Videobeschreibung packen. Und wenn natürlich in Zukunft auch hier keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, lasst natürlich gerne ein Abo da, schaut gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei und tragt natürlich auch gerne meinen Creator-Code TheAlcraft im Itemshop ein. Und dann würde ich sagen, beginnen wir direkt mal mit der ersten Map. Und zwar ist es bei mir die Peace Control Map von Raider464. Den Code seht ihr wie gesagt einmal hier und natürlich in der Videobeschreibung werde ich euch das Ganze auch nochmal verlinken. Und auf dieser Map, wie der Name das Ganze schon sagt, geht es natürlich logischerweise um Peace Control. Die Map wird auch immer wieder erweitert, das heißt, wenn ihr hier irgendwann in 2 Monaten das Video seht, dann werden hier wahrscheinlich noch mehr Stages sein. Gestern kam erst wieder eine neue 16. Stage hier raus und ich mache hier tatsächlich in der Regel immer einmal von 1 bis 16 alle Stages durch. Und dabei, wenn ihr eben mal diese Stages macht, solltet ihr auf ein paar Sachen achten. Und zwar als erstes solltet ihr versuchen, eure Edits so clean wie möglich zu machen. Das heißt, falls ihr häufig eben halt Edits over flickt oder eben halt unnötig viele Crosshair-Moves macht, das heißt, wenn ihr beispielsweise sehr, sehr lange Edit-Wege immer habt, dann versucht darauf, euch hier auf jeden Fall zu fokussieren, dass ihr immer möglichst kurze Bewegungen macht, eben halt die ganzen Edits so clean wie möglich anstellt, dass ihr eben halt wirklich effektiv dabei werdet und eben halt dann auch auf euer Movement und auf eure Aim-Dauer achtet, damit ihr eben halt wirklich alles direkt trainiert und eben mal nicht in diesem Creative-Flow drin seid, weil das nämlich meistens eine Angewohnheit ist, die vor allem bei eben halt Creative Playern dazu führt, dass sie eben halt meist nicht ganz so gut im Normal Game spielen können. Das heißt, achtet hier einfach darauf, dass ihr alles mehr oder minder First Try macht, die ganzen Shots immer so hoch wie möglich zu treffen und selbst natürlich so wenig zum Gegner exposed sein wie nur möglich. Wenn man darauf ein bisschen achtet, dann kann man auf jeden Fall damit auch schon direktes Aim trainieren, vor allem für Shotgun Aim ist es ganz gut und natürlich Edits und alles warmt dann gleichzeitig auch auf und generell kommen so ein bisschen in den ganzen Game Flow rein. Wenn ihr zurück wollt und die ganze Stage nicht durchspielen wollt, könnt ihr einfach einmal auf die Mode-Taste drücken, dann kommt ihr hier zurück und ich spiele in der Regel, wie gesagt, alle 16 Stages. Ihr müsst es aber natürlich nicht machen, falls ihr irgendwelche habt, wo ihr zum Beispiel mehr Probleme habt, dann würde ich euch empfehlen, eher die zu spielen und vor allen Dingen, wenn ihr nicht so viel Zeit habt, dann werdet ihr wahrscheinlich auch nicht alle 16 Stages spielen können, aber es bringt auf jeden Fall schon etwas, alle 16 durchzuspielen, da eben halt auch jede einzelne Stage immer wieder unterschiedlich ist, unterschiedliche Edits hat, die man immer machen muss und dadurch trainiert man natürlich am meisten, wenn man einfach alle macht. In der Regel habe ich tatsächlich kein dediziertes Aim-Training mehr in meiner Warm-Up-Routine drin. Sonst hatte ich ja immer den Skywalk Aim-Trainer gemacht. Aber mittlerweile ist mein AR-Aim und SMG-Aim auf so Mid-Range bis Long-Range eigentlich wirklich so gut, dass kaum mehr was bringt, das wirklich zu trainieren. Und da bringt es einfach mehr, wenn man einfach Arena die Zeit dafür nutzt, um immer Arena zu spielen und nicht immer dauerhaft nur im Aim-Training drin ist. Aber falls ich eben mal trainieren will, dann benutze ich vor allen Dingen hier die 1v1 Aim-Dual-Map. Davon könnte ich ja auch direkt aus dieser Peace Control Map mit dem Matchmaking-Portal direkt einen Gegner suchen und dort habt ihr eben halt gute Stages, wo ihr auch vor allem Shotgun-Aim trainieren könnt, in den Boxfights dort vor allem das Aim trainieren könnt, das heißt, falls ihr 50-50s im Normal Game nicht so leicht gewinnen könnt, dann wird auf jeden Fall diese Map sehr, sehr praktisch für euch sein und die spiele ich ansonsten auch manchmal hier einfach mit dem Matchmaker, könnt reingehen oder ihr könnt natürlich diese Map auch einzeln besuchen und dann eben halt mit einem Freund da reinschauen und das dann gegen den spielen, aber ich mache es immer nicht in jeder Warm-Up-Routine, weil es immer meist relativ langweilig ist, Aim-Training zu machen. Danach gehe ich eigentlich immer noch ganz kurz in den Crank-Simulator rein, um einfach ein bisschen zu freebuilden. Ist eigentlich auch immer ganz praktisch, um dann noch ein bisschen mit den Builds besser klarzukommen. Und hier geht es eben halt wirklich nur ums Freebuilden. Das heißt, komplett egal, was ihr da macht. Ihr könnt irgendwelche High-Ground-Retakes hier üben, die ihr eben halt irgendwann vielleicht mal gelernt habt. Oder ansonsten macht einfach das, was ihr wollt. Irgendwelche Edits, die euch Spaß bringen. Tunnelt ein bisschen zwischendurch. Vor allem, wenn ihr eben halt vor stacked Endgames irgendwie seid, wenn ihr Scrims oder so spielt, sollte man natürlich vor allen Dingen so etwas wie Tunneln trainieren und macht einfach das, was ihr wollt. Meistens bin ich hier so 5 bis 10 Minuten drin und wirklich lange sollte man sich dann aber hier auch auf jeden Fall nicht drauf drin aufhalten, da es jetzt nicht das beste Practice ist, aber so ein bisschen ist auf jeden Fall immer nicht schlecht. Danach gehe ich dann zum Finishen meines Warm-Ups immer noch in die Finest Realistic Map rein. Hier gibt es auch ein Matchmaking-Portal, das heißt, ihr braucht gar nicht auf dem Discord oder so einen Mate suchen und falls ihr keine Freunde habt, könnt ihr ganz einfach hier einmal in die Map reinschauen und dann hier ins Matchmaking-Portal klicken, einmal Enter Matchmaking machen und dann könnt ihr ganz einfach gegen random Gegner spielen. Das mache ich meistens eigentlich auch immer 1 bis 2 Runden, bevor ich dann in Arena letztendlich reingehe und damit kann man eigentlich auch dann
dann wenigstens so ein bisschen dann eben mal gegen echten Gegner schon mal spielen, ohne dass man dann eben mal direkt auf die Fresse in Arena bekommt. Und damit bin ich dann eigentlich auch schon immer direkt mit meiner Warm-up-Routine durch. Meistens dauert das so 20 bis 30 Minuten, bis ich da durch bin. Auf jeden Fall denke ich mal noch eine relativ normale Zeit, also ist jetzt nicht super lang. Früher hatte ich immer eine längere Warm-up-Routine gemacht, aber ich finde mittlerweile bringt das gar nicht mehr so viel. Und ansonsten war es auf jeden Fall mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch natürlich gefallen. Wenn es so sein sollte, lasst gerne eine Bewertung da. Und dann hoffe ich, sehen uns nachher im Stream oder morgen im Video wieder. Bis dahin, ciao.